Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Jetzt ist es endlich Zeit für Labyrinth auf dem C64. An meiner Seite der großartige Starkiller vom Telespiel TV Channel. Da seht ihr nochmal. Labyrinth, das spielen wir jetzt. Ihr habt ja gerade Folge 0 genossen und jetzt genießt ihr Folge 1. Ich habe ja schon gesagt, es fängt mit einem Adventure an. Und da wir ja grundsätzlich ehrlich zu euch sind, möchte ich kurz bekennen, wir haben das, was ihr jetzt gerade seht, so die ersten 15, 20 Minuten haben wir schon mal ausprobiert und haben eigentlich nur zwei Böcke geschossen. Das ist schön, dieses Spiel. Das erinnert uns eher an Sierra Kost anstatt an Lucasfilm, aber egal. Dummheit macht ja bekanntermaßen klug. Sonst hätten wir ja nicht solche Politiker. Genau, ich glaube, ich muss dazu nichts weiter sagen. Neuland. Vom Neuland jetzt zum Labyrinth. Was ist verwinkelter? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Willkommen hier bei Politischen Kabarett. Ihr habt ja ein bisschen schon in Folge 0 gesehen und werde mal gucken, dass ich auch ein bisschen mal so Referenzen sage, was im Film auch drin war und was eben auch nicht drin ist. Natürlich diesen Adventure-Part, den wir gleich sehen werden, wenn dieses interessante Schwarzbild, das in seiner Gänze doch eine gewisse Dunkelheit und einen gewissen Nihilismus auf postapokalyptischer Weise verkörpert. Ich weiß nicht, ich muss da zugeben, ich sehe so einen leichten Grauschleier darin. Ja, das ist so ein bisschen, das ist nicht ganz ultra schwarz, das ist eher ins Anthrazite. Hier willkommen bei QVC, wo folgende Sachen für Überpreise da sind und bestellen sie jetzt. Und es wäre ganz schön, wenn es jetzt langsam losgehen könnte, sonst würde ich nämlich einfach reden, bis mir der Schnabel abfällt. Das ist Musik, das ist das Intro, wir sind da. Herzlich willkommen hier bei Labyrinth, eurem persönlichen Führungswechsel in einem Vergnügungspark hier in diesem Adventure. So, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann geht's los. Und es wird wieder geladen. Wir lassen die Ladesequenzen auch drin. Ich werde da einfach eiskalt drüber quatschen. Das heißt also, für die Leute, die sowieso immer die Sachen nur als Audiodrama sich angucken, ihr merkt das sowieso nicht. Und für Leute, die die Bilder sehen wollen, ja, die kommen auch bald. Wir sind im Adventure. So, ihr seht, das Ding ist von 1986 von Henson Associated. Der hat die Puppen gemacht. Witzigerweise hat nicht nur Jim Henson da seine Finger im Spiel, sondern eben auch Douglas Adams, bei Anhalter durch die Galaxis eben. Aber das werdet ihr jetzt gleich sehen, weil ein bisschen humorig ist es dann doch. Wir spielen so, wie der Film ist. Wir nennen die gute Dame Sarah, die eben auch von Jennifer Connelly gespielt wird. Und da gleich so ein wichtiger Satz. Da wurde in Amerika großartig diskutiert, dass sie ja noch nicht 18 wäre und trotzdem eine sexuelle Tension mit David Bowie haben hätte können. Ich mag Amerika. Wir nehmen. Darf ich das kurz kommentieren? Ja, gerne. In the land of the free, we can be what you wanna be. The home of a brave and the land of a free. Und wie war das genau noch, ne? So ungefähr war das. So, wir sind bei Adventure. Wir sind tolerant. Genau, wir sind tolerant, solange die Mütter gegen alles das nicht wieder entfernen. Grüße an die Simpsons. Ich erzähl mal ein bisschen was zum Adventure. Also, wir stehen hier auf dem Trottoir. Im östlichen Seite des Stadtbezirkes. Es ist dunkel und es regnet und da ist eine Zigarettenladen. Und eine weiße Eule schwebt oder fliegt oder bewegt ihre Flügel um uns herum. Ich kann es vorwegnehmen, die weiße Eule ist nicht nur auf dem Cover. Nein, das ist auch der Koboldkönig. Ich kann das, glaube ich, vorwegnehmen, weil das sagt hier, glaube ich, keiner. So, wir müssen, glaube ich, erstmal nach Hause. Ihr seht, so läuft der Parser und so wird sich das auch im ganzen Game machen. Unten ist also eine Scum-Engine, eine prähistorische Scum-Engine. Also dieses Spiel ist vor Manic Mansion gewesen, für die Leute, die das wissen wollen. So, wir sind zu Hause, vor dem Fernsehen. Was machen junge Teenager? Sitzen vorm Fernseher. Und da ist ein leckeres, wir haben extra nachgeguckt, Fertiggericht. Ein TV-Diner ist ein Fertiggericht. Nicht Convenient Food oder so, sondern TV-Diner. Mhm. Ja, was man also lernt. Da ist ebenfalls eine Kombination zwischen Videorekorder und Kamera hier. Ja, eben, ne? Camcorder. Den nehmen wir natürlich mit. Ich glaube, wir können da hingehen, genau.
Wir rammen unser Gesicht in das Fertiggericht. Die Geschmackssensation von Smashed Potatoes und Gravy, was auch immer das ist, erzeugt auf deinen Wangen eine überraschende Geschmacksexplosion. Und irgendwo steht ja, glaube ich, dass das irgendwie wieder schlecht ist. Ich glaube, wir können complainen, glaube ich. Ja, genau. Da war keine Zeit, irgendwas Besseres zu kochen. Ja, jammer nicht. Mein Gott, wir sind Teenager, wir dürfen jammern. So, da waren wir schon. Dann gehen wir jetzt nach Norden. So, wir sind nördlich. Da steht ein Bettler und ja, winkt mit einem Becher in deine Richtung. Natürlich sind wir herzensgut. Wie das nun mal so ist bei Disney-Figuren, geben ihm keinen Dollar-Bill, weil so reich sind wir dann doch nicht. Geben ihm immer einen Nickel und der Bettler bedankt sich, winkt zu uns und sagt Avocado. Avocado. Merken, das ist wichtig, damit kann man sich später nicht mal retten. Das ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, warum sie auf diesen Unsinn gekommen sind, aber damit kann man sich echt retten. Also auch da ist eine Zufallsbegegnung, was da steht. So, wir sind im Westen. Es ist immer noch dunkel und regnerisch. Und wer jetzt der Meinung ist, wir sind bei Blade Runner, so falsch seid ihr nicht. Parallelen sind vorhanden, auf jeden Fall. Fehlen mir eigentlich nur die Neonschilder. Fehlt mir eigentlich nur die U-Bahn. Da ist ein Kino. Ja, dann rate mal, was wir tun. Wir gehen in das Kino. So, wir sind im Kino, am Ticketschalter. Ist ein Ticketmädel, das gerne $5 für das Ticket hätte. Da sind gleichzeitig große Türen vor euch und oder vor uns und man kann das Popcorn riechen. Dann hauen wir jetzt mal richtig einen raus und holen uns mal das Ticket. Ne? Wir geben die $5 und bekommen ein Ticket. Wir gehen nach Norden. Können wir nicht? Dann gehen wir erst noch weiter ins Theater. Ja. Willkommen bei Logik. Sie sind im Theater, dann gehen Sie nochmal weiter rein. So, wir sind jetzt in der Lobby des Theaters oder beziehungsweise des Kinos. Da ist ein Popcornstand in der nördlichen Wand und zwei Theater, östlich und südlich. Ich kann es vorwegnehmen, es gibt ein Kino, was falsch ist und ein Kino, was richtig ist. Wir gehen aber jetzt erstmal zu unserem heißgeliebten Popcornstand. Natürlich gehört ja dazu, zu jedem Kinobesuch. Ja, obwohl ist eine Packung Popcorn hier. Obwohl ist ja mittlerweile mit Nachos, glaube ich, abge. So, wir sind vor dem Popcornstand und wir können erstmal gucken. So, wir stehen vor dem Popcornstand. Da gibt es eine unglaubliche Auswahl von Popcorn. Schildpopcorn, mein Lieblingsgag, Popcorn-flavored Popcorn. Also Popcorn, was nach Popcorn schmeckt, finde ich großartig, das möchte ich haben. Oder Unpopped Popcorn, Charcoal Browned Popcorn und Natural Organic Popcorn. Ja, Veggie Day lässt grüßen. Weil es anpoppt, Popcorn, das hört sich natürlich da am besten an, finde ich. Popmusik, oder natürlich noch berühmter Pop-Sofa. Hallo, ich bin die Ricky. Genau. Ja, ich begrüße die echte Ricky. Nein, jetzt mal Quatsch beiseite. Hallo. Die Frau hinter der Theke möchte $1.25. Ja, das sind auch Preise, ne? Das sind noch richtig humane Preise hier. So, die Frau hinter dem Theke nimmt $2, gibt uns eine Box oder eine Schachtel von kaltem Popcorn, lecker, und platziert 2 Quarter als Wechsel auf den Counter. In der gleichen Zeit verliert sie einen Nickel, also auch so eine Münze, und die fällt zum Boden zu unseren Füßen. Ich finde natürlich toll, dass ihr uns um das Wechselgeld bescheißt. Ja, richtig, das ändern wir jetzt. Erstmal nehmen wir das Wechselgeld und jetzt machen wir das, was der Deutsche am besten kann. Beschweren! So, die Frau sagt, oh, Entschuldigung, wir hatten nur dieses Schild-Popcorn. Boah, das interessiert uns nicht, wir beschweren uns weiter. Die Frau wird ganz rot und sagt, huch, tut mir leid, hier ist ihr Wechselgeld oder hier anderer Quarter. So, da ist aber noch was wir gesehen haben. So, wir nehmen das Wechselgeld mit. Das ist übrigens auch ganz lustig, wenn ihr das nicht mitnehmt, habt ihr es auch nicht. Ganz toll. Weil ist ja nicht so, als wenn die Frau euch das hinstreckt. Dann steht die da 8 Stunden mit Geld in der Hand und ihr ignoriert das. Stellt man sich einfach auch mal nur realistisch vor. Genau, und die anderen Kunden müssen warten, bis du da hingegangen bist und das Geld genommen hast. Ja, bis dahin wird das Kino geschlossen. Genau, und die Frau ist pleite und ausgehungert. Ja. Gute Zeiten und schlechte Zeiten.
Wir nehmen natürlich auch den Nickel mit, aber wir sind ja ein guter Mensch, ihr habt das schon gemerkt, wir sind ja charmant. Wir geben ihr den Nickel und sagen, oh, danke, ich hätte ihm gar nicht vorstellen können, was mein Boss mit mir gemacht hätte. Bitte nicht in den Kommentaren schreiben, was er mit ihm gedacht hätte. Das ist ein jugendfreies LP hier. Wenn das Wechselgeld nicht gepasst hätte oder der Kassensturz nicht gewesen wäre, ja, wir sind aber nett. Ne? Wir sind total super. So, jetzt will ich aber mal gucken, wo ist denn... da müssen wir erstmal go south, ne, damit wir einmal da sind. Und jetzt gucken wir mal. Osten war der falsche Film, ne? Jetzt weiß ich, jetzt schreibt irgendein Depp in die Kommentare, der Osten ist meistens falsch, aber hier ist trotzdem das falsche Theater, genau. Wir sind in einem kleinen leeren Theater. Ich mach das jetzt einfach mal, weil ich das ganz lustig finde. Man schnappt sich einen Sitz, setzt sich hin, die Lichter werden gedimmt, der Vorhang öffnet sich und der Film beginnt. Eine Herde von Elefanten schwebt majestätisch durch die Steppe. Geiler Film, oder? Hübscher Tierfilm. Ja, das war das Let's Play Labyrinth. Nein. Ich nehme es vorweg. Nein, ist es nicht. Das war das Let's Play von Benjamin Blümchen. Töre. Benjamin, du Elefant. Werf mir noch nicht solche Bälle zu, das mache ich doch eiskalt. Das meinst du mit Absicht, das weißt du doch. Wir sinken das Niveau um Längen. Töre. So, wir gehen wieder nach Süden, da wo wir ihn hingehen. Apropos Länge, Benjamin hat wohl den längsten Rüssel von uns, natürlich. Rüssel, das weiß ich. Und die längsten Ohren. Genau. Und die größten Füße. Da sind wir übrigens bei langen Rüssel und lange Ohren bei David Bowie und seiner Fanabteilung. So, denn apropos. Angeblich Gerüchte, um das mal ganz klar zu sagen, hier zum Thema Labyrinth, das ist ja eigentlich ein Kinder-Fantasy-Gedönsfilm aus den 80ern mit netter Musik, aber ich glaube, für eine Menge vorpubertierende Amerikanerinnen vielleicht auch mehr. Ich lasse das einfach mal so stehen. Boy in hautengen Hosen. Ja. Ja, wundert mich, dass da keine Tentakel im Spiel ist. Dann wäre es ja auch für mich interessant. Ich mag Tentakel. Und zwar apropos, lange, klebrige Tentakel. Da war doch mal Tentakel. Was, aber gut. So, wir sind in einem großen, vollgepackten Theater. Du merkst, ich bin souverän bei der Überleitung. Jupp. Nach einer Zeit findest du einen freien Platz, weil es ist ja nicht so, als hätte man irgendwie einen Platz, den man da kauft. Nein, man kriegt irgendeine Karte und setzt sie dahin, ja. Sofort beginnt eine freundliche Konversation mit einem attraktiven Jungen. Aber wir kennen das aus Teenie-Komödien. Das endet nicht gut. So, ein Teenage-Girl mit verwaschenen Haaren setzt sich zu dir mit zwei Pferdeschöpfen und hat ein T-Shirt, Worldcon 81 T-Shirt, I Grog Spoke, wahrscheinlich I Speak Spoke, wer das übersetzen kann, den Gag, ich verstehe ihn nicht ganz, aber ist egal, mit einem Button drauf und erzählt dir einfach mal, ey, du hast diesen, Moment, ich mach das extra, nerdmäßig, Nerdgirl, Achtung, Doppelpunkt, du hast den Film wahrscheinlich noch nicht gesehen. Erzähl ich dir einfach mal. Ja, wir kennen das. Kommt in Kinos unglaublich gut, wenn er einfach mal irgendwie auf Leute einquatscht und sagt, hör mal, du kennst den nicht, ich erzähle ihn dir. Was auch schön ist, hier eine eigene Geschichte, eine wahre Geschichte. Zwei Highlights, die aus meiner Kinokarriere geblieben sind. Das war der erste Teil von Herr der Ringe, wo irgendein beklopptes Elternpaar auf seinen Sohn einquatschte und sagte, das ist ja jetzt ein bisschen anders als Harry Potter. Ah, was? Ah, was? Und ein wirklich, ohne Gag, es ist passiert. Wir waren leider in Star Wars Episode 1. Und da war dann irgendwie auch wieder irgendwie, was weiß ich, die Vorzeigemutter mit ihrem Vorzeigeballett-Töchterchen. Und fing dann irgendwie an, bei diesem Podrace rumzunölen. Oh, der ist aber total süß, der Kleine. Ich konnte nicht anders und sagen, das ist Darth Vader. Ich glaube, sie hat es bis heute nicht verstanden. Beliebt gemacht hier. Ja. War dann übrigens lustig, hat sie nicht verstanden. Andere haben böse gelacht. ja, ist auch schwierig. So, wie auch mal gesagt, sie beginnt zu reden und erzählt eben, ich erzähle dir jetzt den Film und wir können mit Complain das aufhören. Wir machen das aber nicht, weil ich will das mal durchziehen, weil es ist gar nicht so verkehrt, das ist sogar lustig. Hör mal, da ist diese tiefe psychologische Bedeutung von allem. Ich meine, der Spiritualismus ist so unglaublich. Ich habe den Film jetzt schon 83 Mal gesehen und dies ist das 84. Mal.
Zählen kann sie. Das 83. Mal, als sie das letzte Mal sah, kann ich mal ein bisschen Popcorn haben? Natürlich. Wir sind ja nett. Der Teenager nimmt eine Handvoll des Popcorns und bedankt sich. Immerhin bedanken. Man merkt, das sind die 80er. Heutzutage wird sie einfach die Tüte schnappen und weiter labern. Und dem Neuen in die Fresse hauen. Ja, so Gangster-Style, ne? Genau. Yo, Alter, gib mir Popcorn, sonst klatsche. Oder so Mittermeier-mäßig. Yo, man, a fucking Popcorn. Yo, give me the fucking Popcorn, the fucking cinema, you fucking moron. Give me that fucking Coke out of the fucking refrigerator. Yo. World life. Egal, Jareth ist dieser unglaublich beeindruckende Charakter. Ich meine, David Bowie weiß ganz genau, wie man diese Rolle spielt. Ja, er spielt eben Jareth, den Koboldkönig, das ist eben, ne? Da ist dieser eine Part, wo Bowie, ich meine Jareth, Hoggle dazu bringt, Sarah einen Pfirsich zu geben und es ist magisch. Und wenn sie ihn isst, dann, ne, es geht weiter, dann könnte sie fast sterben. Und dann bekommt sie diesen merkwürdigen Traumstatus. Und als wäre sie eine Ewigkeit und vergisst über ihren Bruder, den sie retten muss. Das ist die Story, ne? Eigentlich geht sie dahin, ne? Will den Bruder loswerden. Der Koboldkönig sorgt dafür, dass der Bruder weg ist. Aber sie will ihn natürlich zurückhaben, weil ist natürlich die Vorzeigeschwester, ist klar. Und hat dann 13 Stunden Zeit, durch dieses Labyrinth zu kommen. Ne? Das, als, ja. Und sie hätte diesen Pfirsich wirklich nicht essen sollen. Ich warte übrigens darauf, ich kenne euch ja, euch Vierjährigen da draußen, der bei Peach irgendwie schreibt, Moment, das ist doch die der Klempner immer rettet. Nein! In dem Fall nicht. Heute mal nicht. Heute mal nicht. Heute mal musst du zu Hause bleiben, heute musst du sich mal selber retten. Ja, der alte Nintendo-Hase, hör mal. Da gibt's übrigens auch einen Gag. Ich weiß, ich räume jetzt gerade mal, ich mach mal eben die vierte Wand mal total kaputt. Ihr seht, das wusste ich ja, der Film startet. Das heißt, da müsst ihr mal selber lesen, weil so schnell kann man leider nicht übersetzen. Das kann man auch leider nicht stoppen. Es gibt diesen Insider-Witz von, es gibt Figuren von meiner heißen Peach, ja. Alter Nintendo Hase. Ich übersetze das mal, bevor ich das erzähle. Du in der ersten Reihe. Ich bin es, Bowie. Ja, du, Sarah. Wir haben schon lange dich beobachtet. Wir kennen alles über dich. Wir kennen sogar deine Schwächen. Diese Schwächen haben dich perfekt gemacht zu meiner Sklavin. Und genau da gehe ich für mich aus, dass eine Menge was anderes denken. Um deine Freiheit wieder zu erreichen, musst du mich in meinem Schloss, im Herzen des Labyrinthes, besiegen. Ha. Unglaublich, ne? Und da startet das Abenteuer. Und dann müsst ihr jetzt einfach mal ein bisschen in der Zwischenzeit Magic Dance machen. Und wenn ihr das in 13 Stunden nicht erreicht, seid ihr halt für immer in diesem Labyrinth gefangen. Kurz zur Prinzessin Peach. Achtet mal auf die Figuren und dreht das Mädel mal um und guckt mal unter den Rock. Macht mal den Spaß. Ich weiß nicht, ob es ein typisch japanischer Nintendo-Gag ist, aber ist ganz witzig. Ich verrate es aber nicht. Ich freue mich auf die Kommentare. So, das ist das Labyrinth. Meinst du, ich soll da reingehen? Oder soll ich gehen? Hast du eine andere Wahl? Nein. So, komm, wir betreten das Abenteuer. Dann geh einfach mal rein. Die Tür schließt sich. Mit einem leichten Genau. Sarah. Hat man damals schon Navigationssysteme gehabt? Ja, unten. Unten ist ja gleich so eine Navi-Leiste. Das Labyrinth übrigens. Also das Spiel heißt nicht nur so, sondern der Level heißt so. Vielleicht kurz zu dem Aufbau dieses Adventure. Also ihr seht jetzt haben wir auch die Scum-Engine gleich. Und auch eben klassisch, wie es, ich sag mal so, dann später eben bei Monkey Island. Monkey Island ist vielleicht ein bisschen sehr weit. Aber sprich so Manic Mansion, Zack McCracken und so war. Habt ihr die Möglichkeit, da eben was zu machen. Ihr seht, ne? Da kann man ein bisschen was machen. Das machen wir aber gleich in Folge 2. Wir haben den Adventure-Part erledigt. Ab jetzt geht es sozusagen in den Action-Adventure-Part. Dieses Spiel hat viele Stellen, die unglaublich viel Freude machen. Das kann ich schon mal wegnehmen. Deswegen habe ich es auch jahrelang verschoben. Aber ich habe ja meinen persönlichen Navigator. Grüße an Douglas Adams. In Form des großartigen Starkillers. Und zusammen werden wir dieses Labyrinth verlassen. Das machen wir so lange, bis wir es verlassen haben. Genau, und zwar lebend. Du kannst mich eigentlich hier mit dem alten Navigatorkopf von Monkey Island vergleichen.
Der war lustig. Ja, eben. Der hat mich verstanden. Mich auch. Alte Voodoo-Köpfe verstehen mich. Mhm. Zumindest wenn man ihnen droht, in die Lava zu schmeißen, dann verstehen sie einen auf einmal. Das geht auch mit anderen Leuten. Ja, aber da musst du das dann tatsächlich durchziehen und dann hast du nichts mehr von. Warum werfen sie mich denn in die Lava? Ja, weil sie dann endlich mal reagieren können. Ja gut. So, mit diesem mit dieser feurigen Überleitung sehen wir uns in Folge 2 wieder. An meiner Seite der großartige Starkiller. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und das ist Sarah. Und nicht irgendeiner aus der Politik. Und Sarah wird dann in der nächsten Folge, ich nehme es vorweg, ins Labyrinth auch gehen. Werd ihr jetzt nicht drauf gekommen, ich weiß. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.